Das Holyland Lark 150 ist die Mikrofonalternative zum Rode Wireless Go 2 und vielleicht eine der unkompliziertesten und besten Lösungen, eure Stimme professionell einzufangen. Und das sogar für zwei Personen gleichzeitig, falls ihr beispielsweise mal ein Interview aufzeichnen müsst oder Let's Plays mit einer weiteren Person im selben Raum. Beim Holyland Lark 150 handelt es sich um ein Set aus sogenannten Clip-on-Mikrofonen, sprich Mikrofone, die ihr einfach an euren Kragen stecken könnt. Herzlich willkommen beim Tech Talk. Ich bin Fabian und heute sage ich euch, was das Holyland Lark 150 taugt. Lasst uns mit dem Unboxing beginnen. Schon am Karton könnt ihr erkennen, dass Holyland hier Wert auf Qualität legt. Das ist kein billiger Plastikmist. Im Karton findet ihr ein Dankeschön-Kärtchen, eine ausführliche Anleitung, eine Aufbewahrungstasche sowie diverse Kabel. Darunter ein TRS auf TRRS-Kabel zur Verwendung an Smartphones und Tablets. Ein USB-C-Kabel zum Aufladen der Mikrofone. Zwei Deadcats zum Aufstecken auf die Mikrofone, um Windgeräusche zu minimieren, und zwei Lavalier-Mikrofone, die ihr alternativ verwenden könnt, um die Qualität weiter zu steigern. Auch dabei ein TRS auf TRS-Kabel zur Verwendung an den meisten normalen Kameras und sonstigen Aufnahmegeräten. Und das hier ist die Aufbewahrungsbox, die ihr auch zum Aufladen der Mikrofone verwendet. Auf der Rückseite findet ihr den Port zum Anschluss des USB-Kabels, um das Ladecase aufzuladen. In dem Case findet ihr zwei Sendeeinheiten mit eingebauten Mikrofonen sowie eine Empfangseinheit. Und das Ganze, das funktioniert total ähnlich wie bei den AirPods Pro. Solange sich die Sender und Empfänger in der Box befinden und der Akku des Ladecases noch geladen ist, dann sind die Einheiten nicht nur geschützt, sondern werden zeitgleich geladen. Dazu hat jede Einheit Kontaktpunkte an der unteren Seite. Eine grüne LED am Case, die sagt euch, dass die Einheiten voll aufgeladen sind. Und eine gelbe LED, die sagt euch, dass das Case die Einheiten gerade auflädt. Ein voll aufgeladenes Ladecase kann die eingesteckten Einheiten etwa 2,5 Mal aufladen. Der Empfänger hält ohne Aufladen etwa 7 Stunden durch, die Mikrofon-Sendeeinheiten etwa 4 Stunden. Kommen wir zur Benutzung. Die Mikrofoneinheiten, die sind ähnlich groß wie die Rode-Konkurrenz und lassen sich mit dem Clip wunderbar an Kragen von T-Shirt, Pullover oder Hemd befestigen. Der Clip lässt sie aber auch wunderbar an einem Gürtel befestigen und er ist genauso designt, dass er perfekt auf einen Zubehörschuh bzw. Coldschuh an Kamera oder Stativ passt. Wer möchte, kann die kleinen Einheiten auch in der Hosentasche verschwinden lassen und die mitgelieferten Lavalier-Mics an den Sendeeinheiten verkabeln und dann diese verwenden. Die Lavalier-Mics, die sind qualitativ nochmal minimal besser als die in den Sendekästchen verbauten Mikrofone. Mir ist das aber häufig schon zu viel Gedöns. Ich möchte meist direkt mit den Aufzeichnungen loslegen. Und wer möchte, kann an dieser Stelle natürlich auch qualitativ hochwertigere Lavalier-Mikrofone anderer Hersteller an die Sendeeinheiten anschließen, um eine noch bessere Aufnahmequalität zu erreichen. Und außerdem mag ja auch nicht jeder diese kleinen Kästchen am Kragen tragen, was wohl auch nicht bei jeder Aufnahme angebracht ist. So hören sich übrigens die Mikrofone des iPhones an. Die sind auch nicht so schlecht, aber je nachdem, in welcher Umgebung ihr seid, ist das schon deutlich, deutlich schwächer. Und spätestens, wenn ihr Kopfhörer aufsetzt, dann hört ihr da doch einen ziemlich großen Unterschied. Und ihr müsst das Ding auch nicht immer so komisch angeklippt haben, wie ich das hier eben hatte die ganze Zeit, sondern ihr könnt es auch einfach umdrehen und dann beispielsweise ein bisschen besser hier unter dem T-Shirt verstecken. Ist auf jeden Fall eine wunderbar einfache Angelegenheit, so guten Ton mit dem Holyland Lark 150 zu fabrizieren. Um die Holyland Lark 150 mit eurem iPhone verwenden zu können, da braucht ihr noch einen Lightning zu Klinke Adapter. Der ist jetzt nicht im Lieferumfang enthalten und kostet nochmal etwa 10 Euro. Vielleicht habt ihr auch noch einen Rumflattern, denn einige von euch werden es noch wissen. Als Apple damals vor einigen Jahren den Kopfhörerausgang beim iPhone eliminierte, da lagen diese Klinken Lightning Adapter noch bei. An diesen Adapter steckt ihr dann das TRS auf TRRS-Kabel und diese steckt ihr dann an den Line-Out-Eingang des Empfängers. Im Grunde war es das schon, denn Sende- und Empfangseinheiten, die verbinden sich völlig automatisch, sobald ihr sie aus dem Case genommen habt.
sodass ihr nach Anschluss der Empfangseinheit quasi direkt loslegen könnt. Auf dem Display könnt ihr dann erkennen, welche der beiden Mikrofone gerade mit dem Empfänger verbunden sind und wie der Pegel aussieht. Die beiden Drehregler an der Empfängereinheit dienen dazu, den Pegel der Mikrofone einzustellen oder zu muten. Bei meiner ersten Benutzung der Hollyland Lark 150 Mikrofone, da war ich dann aber erstmal ein wenig enttäuscht, denn ich hatte sehr starkes Rauschen auf der Aufnahme. Nach kurzer Überprüfung und Recherche hatte ich dann aber schnell festgestellt, dass ich die Mikrofone falsch angeschlossen hatte, auch wenn das eigentlich idiotensicher ist. Aber ich hatte, weil ich nicht aufgepasst hatte, den Ton am Kopfhörerausgang der Empfängereinheit abgegriffen. Dieser dient aber in erster Linie als Kontrollausgang. Man sollte den Ton immer über den Line-Out-Eingang der Empfängereinheit abgreifen. Natürlich solltet ihr auch darauf achten, dass ihr das richtige Kabel verwendet. In meinem Fall ein TRS auf TRRS-Kabel. Außerdem könnt ihr noch ein wenig mit den Einstellmöglichkeiten an der Empfängereinheit herumspielen, denn das Lark 150 verfügt über 4 verschiedene Modi zum Aufnehmen, Mono, Stereo, Phone sowie einen Safety Mode. Standardmäßig nimmt die Empfängereinheit in Mono auf. Durch längeres Drücken auf den linken Regler könnt ihr zwischen den Modi wechseln. Der Mono Mode nimmt den Ton beider Mikrofoneinheiten und verteilt ihn gleichmäßig auf die rechten und linken Stereokanäle. Der Safety Mode, der macht im Grunde das Gleiche, er nimmt den Ton auf der zweiten Spur, aber mit 6 Dezibel weniger auf, sodass sichergestellt ist, dass, wenn man den Aufnahmepegel einmal verhauen und falsch eingestellt hat, auf jeden Fall eine brauchbare Aufnahmespur hat. Der Phone Mode wurde nach der Veröffentlichung des Produkts per Firmware-Update nachgeschoben und der setzt den Pegel automatisch auf 14 und aktiviert einen High-Pass-Filter. Im Stereo-Modus wird eine Sendeeinheit auf den linken Kanal gelegt, die andere auf den rechten. Im fertigen Video möchtet ihr vermutlich selten, dass der Ton von der einen Person aus dem linken Lautsprecher kommt und von der anderen aus dem rechten. Aber so habt ihr die Möglichkeit, den Ton bei der Nachbearbeitung für jede Person einzeln zu bearbeiten und anschließend auch wieder als Mono-Track auszugeben. Ihr müsst mit den verschiedenen Modi vielleicht ein bisschen herumspielen. Ich für meinen Teil empfinde den Ton im Stereo- oder Phone-Mode am besten. Einmal eingestellt, braucht ihr die Mikrofone eigentlich aber nur noch immer aus dem Case nehmen und dann könnt ihr direkt mit euren Aufnahmen loslegen. Ja, kommen wir jetzt zu meinem Fazit zu den Hollyland Lark 150. Bevor ich jetzt meinen Senf dazugebe, alles, was ihr hier in diesem Video gehört habt, stammt von den Hollyland Lark 150. Könnt ihr euch also selber mal einen Eindruck machen, was ihr denkt, wie das Ganze klingt. Ich habe die Mikrofone jetzt seit etwa 3 Wochen im Einsatz. Ihr hört es hier, wie gesagt, auch gerade. Und ich muss sagen, ich bin extrem zufrieden. Ja, natürlich reicht die Qualität nicht an ein wesentlich größeres professionelles Podcast-Mikrofon heran. Aber dafür muss ich auch nicht immer auf den Abstand zum Mikrofon und zur Kamera achten. Ich bin frei in meinen Bewegungen und kann auch völlig unkompliziert Ton von einer weiteren Person abgreifen, wie zum Beispiel beim Interview oder wenn ich mit meinem Sohn gemeinsam Let's Plays aufzeichne. Ich kann euch die Hollyland Lark 150 tatsächlich wärmstens empfehlen. Als Duo-Set mit 2 Sendeeinheiten kostet das Hollyland Lark 150 um die 260 Euro. Ihr könnt das Set auch mit nur einem Sender für etwa 160 Euro kaufen. Wer größere Produktionen plant, der kann tatsächlich auch mehrere von diesen Sets parallel einsetzen. Sicher ist auf jeden Fall, dass ihr so immer guten Ton habt für eure Videos. Und auch wenn beispielsweise die Mikrofone in den iPhones immer besser werden, aber je nach Räumlichkeiten ist die Qualität einfach nicht ausreichend für professionelle Videos. Das war's soweit von mir. Fragen, Meinungen und Anregungen könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ich danke euch fürs Zuschauen. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Euer Fabian.